Der israelische Verteidigungsminister hat eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet am Montag, die bereits auch umgesetzt wurde. Kein Zugang und keine Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom. Da würde mich interessieren, unterstützt denn der Bundeskanzler dieses Vorgehen und sieht er dieses Agieren vom Völkerrecht gedeckt? Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel. Das hat er ja auch selbst so ausgedrückt. Und es ist ganz klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt da nicht bewerten wollen in diesem Zusammenhang. Gut, es sind jetzt keine einzelnen Maßnahmen, also sowohl Borrell als Außenbeauftragter der EU als auch der UN-Menschenrechtsbeauftragte Türk haben gesagt, das ist ein eindeutiger Verstoß gegen Völkerrecht. Teilt der Bundeskanzler, teilt die Außenministerin diese Einschätzung, dass diese Komplettblockade des Gazastreifens Völkerrecht bricht, ja oder nein? Wie gesagt, für uns steht in diesem Moment, in dem Israel von der Hamas auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel im Vordergrund. Und wir betonen, dass Israel das Recht hat, gegen diesen Angriff vorzugehen und sich zu verteidigen. Und wie die Außenministerin dazu steht, hat Herr Wagner im Grunde eben schon auch gesagt. Dann hat Herr Jung die nächste Frage.